Hallo Freunde und mal wieder herzlich willkommen bei Let's Play Together Dark Age of Camelot mit Brausewind und mir, eurem Deutran. Hallo Brausewind. Hallo Deutrans. Ist schon wieder gut, dass wir uns mal wieder hier getroffen haben. Ja, ist schon wieder eine Weile her, ne, dass wir aufgenommen haben. Ja. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wo wir waren. Wir hatten ja Camelot erkundet, dann hatten wir, glaube ich, hier die erste Quest einmal angefangen mit diesen Banditen, die wir verkloppen sollten. Erinnerst du dich? Und jetzt überlege ich, was machen wir denn weiter, wenn ich mal mein Quest-Journal aufmache. Da haben wir noch zwei 10er-Quests. Einmal Going for a Swim. Ja. Einmal Armsman Guild Gift. Dafür habe ich das Sorcerer Guild Gift, weil du bist ja Armsman und ich bin Sorcerer. Ist ja auch irgendwie dann logisch. Ich habe noch so eine Level 1er Quest. Lesson First, Do No Harm. Die habe ich nicht. Ich habe zwei Elfer noch dabei und aha, wo habe ich die denn her? Ach, das kann sein, dass ich in der anderen Aufnahme, als ich von Camelot Unchained berichtet habe, da bin ich ja einmal gestorben und bin zum Heiler gegangen. Kann sein, dass ich da unbemerkt eine Quest angenommen habe. Komm mal mit. Ich habe hier einmal bei dem Sir Dorian so ein blaues Camelot-Symbol. Ja. Und dann habe ich hier hinten bei dem Heiler habe ich noch so ein weißes. Blaue habe ich auch. Quatsch dir mal an und lass dir mal von dem die Quest geben. Beim Heiler habe ich nichts. Das heißt, so ein Buch geht da drüber weg. Guck mal, ob der eine für dich hat. Was? Learn about death and healing from Brother Lawrence. Ja, Heiler? Brother Lawrence, teach me about death and healing. Lessons first. Do no harm. Hat er. Steht da irgendein Hinweis noch? Nö. Ja, nimm die mal an. Aber wie man die los wird, weiß ich gerade nicht. Ist ja merkwürdig. Hallo? Ja? Ne, ich meine ihn. Ach. So. In mein Journal. Vielleicht muss man hier einmal... Is Brother Lawrence. Ja, und das ist doch Brother Lawrence. Einwandfrei. Brother Lawrence mal an. Ah ja, da kommt irgendwas. Da steht irgendwas mit Bind und Killer. Das letzte Mal an. Und dann wird mein Brother Lawrence blau. Echt? Bei mir macht er das nicht. Worauf hast du drauf gedrückt? Auf die rechte Maustaste. Und dann hat er. Dann war da ein Fenster. Und was stand da drin? Was zum Anklicken? Ja, da waren ein paar Sätze mit diesen Anklickdingern. Ja, dann kannst du mir zufällig sagen, welche das waren? Dann versuche ich mal, ob ich die eintippe. Einmal war einer Bind, den habe ich nicht genommen, sondern ich habe bis unten durchgescrollt und der letzte. Ja. Hieß Healer. Healer. Ach, danke schön, das hat funktioniert. Okay, jetzt kann er mir doch hoffentlich... Ah, jetzt kann ich die finishen. Okay. Ja, do no harm. Zum Beispiel uns in Quests hängen lassen. Ich habe die jetzt abgegeben, du auch? Habe ich auch. Jetzt können wir ja hier noch bei dem anderen Kasper genau, einen abgeben. Bei Sir Dorian. Dorian. Was möchte er denn? Ach so, das ist schon das Finish. Ach, wir können uns hier eine Farbe aussuchen. Crimson oder Black? Ich finde ja, Crimson passt zu dem, was ich habe, schon irgendwie besser. Stofffarbe muss ich auswählen. Ich glaube, du musst Animal nehmen. Verändert sowieso an der Farbe nichts, also ist mir eigentlich egal, was ich aussuche. Ja gut, Folgequest nehme ich dann auch an. Dann überlege ich mal, was färbe ich mir denn? Soll ich mir den... Nee, ich will so ein bisschen Kontrast haben. Ich will den Umhang nicht auch noch... Aber der Rest ist ja eigentlich schon nicht... Guck mal, die Handschuhe. So, dann mache ich das drauf. Ah! Oi. Oh! Schön. So, wie wär's jetzt mit Going for a Swim?
Auswimmen, ja. Speak with the Dockmaster in Cotswold to see if you can help him. Oh, dem wollte ich schon immer helfen. Jawohl, let's go and help him. As good as we can. You show me the direction. Oh, there he's standing. Try to push him down. IT oder Shrouded? Ja, der hat zwei Fenster hat er aufgemacht. Einmal verkauft er uns diese Tickets, beziehungsweise verschenkt uns diese Tickets. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier die Quest. Ja. Neuer Rekrut. Was? Was muss ich da nehmen? Shrouded oder? Nee, keins von den Tickets, sondern das Questfenster, was er auch aufmacht. Von diesen beiden hier Sachen, die ich da aussuche. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich kann mir nichts aussuchen. Ich habe da zwei Halsketten auszusuchen. Aha, ich einmal das Mighty Necklace und einmal das Brownie Necklace. Ich verstehe, denn ich habe das nicht. Ich habe nur das Mystic Necklace und noch kein anderes. Ich glaube, du solltest das Mighty nehmen. Das klingt nach Kämpfer und Shrouded ist wahrscheinlich eher für den Schleicher gedacht. So, und das ziehe ich mir dann auch sofort an. Quest. Ja, für Bonus Level 7 ist das natürlich noch nicht so mega, aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Ab Level 15, Bonus Level 6. So, was hat der noch für eine Quest? Large Pikes Infesting. Kann sein, dass der uns jetzt unter Wasser schickt. Ach, der hat mir auch schon hier einen Tauchbuff gegeben. Also gehe ich mal von aus, wir müssen jetzt hier blub unter Wasser. Ja, komm, wie taucht man nochmal? Ich glaube, Y, genau. Also bei mir ist Y tauchen. Hab übrigens gerade, ich weiß nicht, ob man das hört, ein Lutschbonbon im Mund. Yep. Einer bekannten Marke. Y tauche ich auch. So, was sind denn Large Pikes? Ah, das sind diese. Da sind diese komischen Fischchen da. Ist Pike, ist das ein Hecht? Weil das sieht so hechtartig aus. Hechtartig aus. Sag mal, was er dazu sagt. Ja, hau dir mal ordentlich einen auf die Mütze, ne? Ja, also irgendwie reagiert er noch nicht so. Hast du den als Ziel an? Jetzt geht's. Hier war meine. Ja, da muss man ja. Ist schon wieder eine Weile her, dass wir Dark Age gespielt haben. Das merkt man vielleicht. So, jetzt geht's hier zur Sache. Von dreien habe ich erlebt. Da ist der nächste. Ich warte wieder, bis du dir ordentlich die Aggro geholt hast. Der Schaut sollte reichen, oder? Das ist natürlich das klassische RPG-Spielen. Tank hält die Aggro und der Caster macht den Damage. Oh, willst du dir gleich alle von denen anlachen? Ich wäre da vorsichtig. Nein, das habe ich erst jetzt gesehen, weil ich. Mach einfach mit nächsten Ziel anvisieren, wähl dir da einen aus und dann mach nur den normalen Nahkampfangriff. Aber es reagiert eigentlich nur einer, ne? Ach so, warte mal. Die sind sowieso aggressiv. Jetzt sind gerade jetzt. Ja, jetzt. Ich hab mal meinen Metz drauf gehauen, ich weiß aber gar nicht. Doch, hat geklappt. Lass uns mal aus dem Wasser raus. Wir haben nämlich unsere drei Fische schon voll. Kann der andere da weiter schlafen, den Schlaf der süßen Fische?
während wir uns hier einfach die Belohnung abholen. An die Schlagfolge, da muss ich mich wieder erstmal dran gewöhnen. Dass Sollen wir eigentlich gleich mal eine Bootsfahrt machen, wenn die das hier schon anbieten? Hey, Grazi! Wann habe ich eigentlich meinen Level up? Ach, fehlt noch ein bisschen. Ich bin ja auch einmal mehr gestorben. Jetzt gucke ich mal, ob dieser Umhang hier was taucht. Von den Werten 9911. Was ist der, den ich schon um hab? Der ist grau, der kann ja nicht so super sein. Ja, okay, ganz eindeutig ist der neue Umhang besser. Sieht wahrscheinlich auch besser... Naja, nicht wirklich. Ja, im guten alten Dark Age ist das natürlich mit dem Rüstungen, dem Aussehen und sowas, ist natürlich noch nicht alles so weit fortgeschritten, wie man das aus neueren Spielen kennt. Ist aber letztendlich natürlich Schnickschnack auch. In unserer Fantasie sehen wir natürlich wunderbar aus. Und da fehlt mir eigentlich, sollte doch ab und zu mal mein Rüstfaktor-Schild casten. So. Kann man den alten eigentlich verkaufen? Steht nichts irgendwie bei, dass der unverkäuflich wäre, oder? Doch, steht bei. Kann nicht verkauft werden. Kann auch nicht zerstört werden. Aber wegschmeißen wird man ihn doch wohl können. So, da liegt er jetzt. Den Trank der Wasseratmung, den wir gekriegt haben, den sparen wir uns erstmal auf für nasse Zeiten. Wo haben wir denn jetzt einen Ausbilder? Ich habe hier bei mir noch gar nichts drin, hier in keinen einzigen. Was muss ich denn skillen? Und mit der Figur haben wir ja noch nicht so viel unternommen. Es ist schon wieder so lange her, das weiß ich nicht. Also, was warst du? Du warst auf große Waffe. Dann die meisten Punkte hier irgendwie auf Zweihänder oder sowas. Und dann ein bisschen weniger Punkte auf, ich glaube, Slash war das, ne? Und die Restpunkte auf Parieren. So ungefähr war das gedacht. Also, ja. Slash, ich hatte bis jetzt 10 Punkte habe ich auch. Ah ne, das ist Level 10. Slash auch. Habe ich nix. Da habe ich noch nix. Da habe ich noch nix. Wie, du hast noch nix? Ich hab hier, wenn ich hier oben in der Leiste Combat Antike habe ich bei Two-Handed geht's bis Level 5 Anzeige, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Sachen schon. Bei Slash sind es 9. Du kannst auch einfach auf deine Spezialisierung drücken, das ist der mittlere Knopf, der mit der Hand soll das glaube ich sein. Da steht dann deine Da habe ich Two-Handed 11 plus 3, Slash habe ich 9 plus 3 und Parry habe ich 4 und 1. Ja, wenn du dieses Verhältnis ungefähr fürs erste Mal beibehältst, solltest du, glaube ich, einigermaßen im grünen Bereich sein. Ich weiß nicht, ob die Profispieler jetzt, also die Leute, die sehr viel Dark Age zurzeit spielen, im Gegensatz zu uns, ob die gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was ist das denn für eine Skillung? Dann kriegst du doch gar nicht den sowieso Schlag, den du dann und dann unbedingt brauchst. Aber wir nehmen das ja jetzt gerade gar nicht so ernst. Wir schauen uns einfach ein bisschen um, haben ein bisschen Spaß. Und das wird alles schon hinhauen. Da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Hast du deinen alten Umhang jetzt weggeworfen? Da habe ich noch im Gepäck. Ja, schmeiß einfach hier irgendwo hin, den brauchst du nicht mehr. Aber Kinder, schmeißt euren Müll nicht einfach in die Gegend. Das dürfen wir nur, weil wir staatlich lizenzierte Profis sind. Ne, Gepäck auf, Ding mit links anklicken, mit links in die Landschaft klicken und auf Accept drücken. Genau, alles. Jetzt hast du das Beutelchen dahin geworfen. Wenn du dann soweit bist, wäre hier auch eine gute Stelle für einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und Cut!